herzlich willkommen zurück zu Clash Force. Ich bin euer Chojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind, glaube ich, beim Endboss. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil das müsste eigentlich Stage 20 sein. Es gibt 21 Stages und ja, wir waren sehr weit. Bis 30% haben wir ihn runtergepackt. Das war eigentlich ganz geil. Eins, zwei. Wichtig ist, Ruhe zu bewahren. Ja. In der Mitte sind wir... das war schon ärgerlich. Das darf nicht passieren. Der Anfang ist ein bisschen schwieriger. Schon wieder Fail. Da können wir eigentlich schon neu machen, aber... ich muss ja auch ein bisschen das hier üben. Aber eigentlich müssen wir neu machen, weil ich brauche die Energie für das Ende. Oh, seht ihr? Aber es wäre auch blöd, wenn der zu einfach wäre, ne? Eins. Nein. Wieso habe ich da Energie verloren? Ich bin doch richtig gesprungen. Eins. Zwei. Okay, einer ist ausgeschaltet. Eins. Immer wenn der Fuß hochgeht, ausweichen. Hopp. So, jetzt sind wir halbwegs safe. Bis zu 30%. Wenn ich keinen Fehler mache. Darf kein Fehler passieren. Ich bin unter ihm eigentlich safe, wenn die Füße ausgeschaltet sind erstmal. Aber bei 30% ging wieder mal die Hölle los. Da war nämlich alles wieder ein bisschen anders von der Schusslage. Und die müssen wir erstmal rausfinden. Also muss ich ihn jetzt bis 30% runter machen. Aber das ist dann wiederum jetzt bis 30% recht easy, wenn ich keinen Fehler mache, wie beim letzten Video. Das war schon ganz schön blöd, was ich da angestellt habe. Ja, genau das habe ich angestellt. Nach den scheiß Raketen kommt doch nochmal dieser blöde Schuss. Wieso springe ich dann? Erst springen, nachdem der Schuss gekommen ist. Den Fehler habe ich zweimal gemacht. Oh, Raketen. Raketen. Viel zu viele Raketen. Ja. Okay. 33. Noch ist gleich. Jetzt wird ein Wandel kommen. Okay. Nee, doch noch nicht. Wann kommt der Wandel? Ich weiß es nicht. Jetzt ist der Wandel. Ah! Und ich weiß noch nicht, wo wir safe sind. Nein! 5%! Ich Idiot! Aber ich hatte Angst vor der nächsten Attacke schon. Oh. Eins. Zwei. Eins. Nein! Ich dachte, ich hätte den anderen Fuß gehabt. Ich bin ein Idiot. So, okay. Ach, Idiot, Chojin. 5%. Jetzt packen wir ihn. Nach den Raketen nicht springen, Chojin. Nach den Raketen nicht springen. Ich muss mir leider selber sagen, weil ich bin etwas aufgeregt. Aber es zeigt auch mal wieder, wie geil das Spiel ist. Ein richtig schöner Gun-and-Run-Plattformer. Also, es war erst bei 25 oder so losgegangen, ne? Müssen wir mal drauf achten jetzt, wie viel Prozent das sind. Obwohl, ne, ich achte besser nicht drauf. Müsst ihr drauf achten. Weil das geht nämlich wieder in die Hose sonst, wenn ich irgendwo auf Nein, wieso springe ich nach der Rakete nicht springen? Ich bin ein Idiot. Ich weiß, ich bin ein Idiot. Ich bin ein Vollidiot. Und jetzt hat mich eine normale Rakete erwischt. Eins. Ah, das ist fies. Das ist fies. Da schon direkt was zu verlieren. Was heißt direkt schon? Das ist eigentlich die schwerste Stelle erstmal. Komm, schieß mich kaputt. Wir brauchen mehr Energie für das Ende. Wenn ich da drei Energie habe, dann schaffe ich den. Aber erstmal hinkommen. So, eins, zwei. Schuss abwarten. Eins, zwei. So, jetzt kriegen wir einen down. Ja, einer ist down. Ein Schuss kommt.
Nein, nein, nein! Oh, zu früh gesprungen, zu früh gesprungen. Ach, scheiße, scheiße. Sagte ich das schon? So, okay. Keinen Fehler machen. Hoffentlich. Ey, wieso springe ich? Ich pack's nicht. Irgendwas stimmt doch in meinem Gehirn nicht. Das kann doch nicht sein. Vielleicht hätte ich doch eine Pause machen sollen. Aber jetzt bin ich gerade drin. Komm, mach mich mal kaputt. Wir haben leider zu viel Energie wieder verloren. Es könnte natürlich sein, dass wir es jetzt perfekt schaffen. Hier, kann mich mal jemand töten? Danke. Aber das ist, dauert so lange, bis wir dann wieder den bei unter 25% haben. Und das lohnt sich nicht dann wirklich, finde ich. Zwei. Okay, eine Seite haben wir. Oh! Eins. Zwei. Komm, schieß ihn down. Sehr schön. Wir sind eigentlich safe. Jetzt, wenn wir nichts, keinen Fehler machen, können wir richtig schön ihn down machen und haben noch drei Energie. So, Raketen. Und nach den Raketen kommt was? Ein Schuss nochmal. Darum springen wir auch nicht. Sei nicht dumm. Raketen und... Oh, oh, oh. Aber es ist auch schön, vor den Endboss-Gegnern herauszufinden, wie man sie am besten tötet. Den Wüstenboss fand ich jetzt eigentlich... Ah, wenn ich ehrlich bin, schwieriger. Das hätte ich wohl jetzt nicht sagen sollen. Passt doch ein bisschen auf, Chojin. So, jetzt kommt nochmal nach der Rakete. Ah, keine Energie abgemacht. Shit. Nein, nein, nein. Ah, Idiot. Rakete. Nochmal Schüsse. Rakete. Nochmal Schüsse. Eins. Zwei. Ei. Ja, und wieder in die Mitte. Immer wieder in die Mitte fliehen. Schuss. Eins. Nein, 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 nein. Ach, scheiße, da bin ich schon wieder damit so wenig. Man will manchmal zu viel, ne? Das ist nicht gut für mich, was ich hier mache. Ach, nö. Mist, verdammter. Eins. Zwei. Es kann doch nicht so schwer sein. Eins. Zwei. Lieber die Seite. Ja. Oh nein, zu spät gesprungen. Ach, sowas Ärgerliches. Sowas Ärgerliches. Ha, schön. Der Schuss ist weg. Ja, ich bin gerade was stiller. Ich bin ein Idiot. Ja, das ist irgendwie, wenn man quatscht und spielt. Man ist natürlich ein bisschen gehandicapt dadurch. Ah. Ah, ist das ärgerlich. Ist das wieder ärgerlich. Also ich bin jetzt was stiller. Ich hoffe es. Dass ich mich was konzentrieren kann. Ah. Ah, nein! Ich habe zurück nach rechts gemacht. Nein! Wir schaffen es gar nicht mehr zu den 25% runter. So was Ärgerliches. So. Das war jetzt super eigentlich. Da ist doch irgendwas in meinem Gehirn im Arsch. Das kann doch nicht sein. Was mache ich denn hier? Wieso springe ich da? Ich weiß doch, nach den Raketen nicht springen. Und ich springe immer wieder. Ich springe immer wieder. Ich habe irgendwie den Drang, den zu töten. Und deswegen springe ich und schieße.
Oh Gott, nicht springen, nicht springen, nicht springen. Jetzt springen, jetzt springen, genau. So viel ganz Dumme. Am besten wäre so ein Schriftzug. Jetzt darfst du springen, sonst verletzt du dich. Ja. So, 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 wa? Eigentlich ist es ja ganz easy. Wenn da nicht das eigentlich wäre. Frage ist auch, ob ich so gut wieder unter 25% durchkomme wie beim letzten Mal. 5%, das war echt ein knappes Ding. Das hätte ich gewinnen müssen. So ein Mist. Nein, nein, wieso, wieso, wieso? Ah, manchmal ist da irgendwie so eine Pause von so einer Sekunde und in der springe ich dann natürlich. Natürlich, weil ich auch doof bin. Ah, die Wahrscheinlichkeit, ihn unter 25% dann zu packen, ist sehr gering. Und wir können da auch nicht mehr richtig stehen bleiben in der Mitte, das funktioniert nicht. Ah, ah, ja, ich brauche da ein bisschen Energie am Ende. Scheiße. Eins, zwei. Ausweichen. Eins, zwei. Ach Gott, lass mich doch bei 25% drei Energie haben und dann habe ich den auf jeden Fall. Und es geht. Es geht auf jeden Fall. Halt! Ja? So. Ich mache nach dem Video ein Break. Auf jeden Fall, wenn ich ihn nicht packe jetzt. So. Dreifach Nummer sicher gehen. Wir haben drei Hitpoints und eigentlich müssten wir es schaffen, wenn nicht irgendwas sehr Dummes... Ah, das ist natürlich auch ein bisschen Glück. Es wäre sehr Dummes passiert. Sollten wir durchkommen, wollte ich gerade schon sagen, mit drei Hitpoints bis zu 25%. Aber das Schicksal wollte es mal wieder nicht. Ja, ja. Ah, nicht springen. Hast du gut gemacht. Eigener Schulterklopfer. Dass du nicht zum Vollnoob wirst. Ah, hör doch auf! Wieso springst du denn noch? Ah, bleib stehen. So. Am besten immer, man merkt sich dreimal. Eins, zwei, drei. Und aufhören. Eins, zwei, drei. Und aufhören. Eins, zwei, drei. Oh, oh, okay. Wir haben schon den Wandel. Ah. Und haben auch schon einen Hitpoint verloren. Tolle Wurst. Nein, du Scheiße! Ich krieg einen Krampf. Ich krieg einen Heulkrampf, aber sowas von. Ah, das ist auch schlau. Aber da muss man sich dran gewöhnen. Man könnte natürlich auch weiter auf ihn schon schießen. Aber dann habe ich das da unten nicht mehr so gut im Auge. Und ihr seht, ich habe jetzt schon eine Energie verloren. Das ist nicht gut. Mist. Let's Tail, Fail, Fail, Teil 14. Oh, ja, das ist fies. Manchmal macht er das und dann ist echt schwierig auszuweichen. Komm, kannst du mich direkt umbringen. Mit einem Hitpoint kann ich es doch knicken. Also ich verliere auf jeden Fall einen. Mit zwei würde ich ja noch sagen, okay. Aber mit einem, eins, zwei. Eins. So, dich haben wir schon mal. Das ist gut. Ah! Mensch! Das ist ein bisschen Glück mit den Raketen. Halt!
2, 3. Ausweichen. Wieso kommen manchmal drei Raketen nebeneinander und dann auch noch so fies platziert? 1, 2, 3. Schön warten, schön warten, schön warten. 1, 2, 3. Ah! Ja, da haben wir Glück. Wenn da eine dritte wäre, könnte ich das nicht mehr packen. Da verliere ich dann auf jeden Fall eine Energie. Ah! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halt! Oh. So, wir kommen unter 25%. Jetzt geht's um die Wurst. Manchmal sind wir nicht safe bei dem, wenn er den roten macht. Das ist das Problem. Jetzt sind wir safe in der Mitte. Seltsam. Hä? Das waren wir eben nicht. Egal. Die Drecksau ist tot. Und mehr will ich gar nicht. Vielen, vielen Dank, Spiel. Und man kann noch einen Schwierigkeitsgrad höher stellen. Escape. Es kommt noch ein Level. Nein, jetzt kommt der eigentliche Bossgegner. Au, 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 au. Da haben wir schon mal Schaden genommen. Was sind das für Teile, die da runterkommen? Nehmen die, machen die mir auch Schaden? Ich glaube nicht. Ich muss nur auf den Schuss achten, ne? Also ich muss ihm irgendwie folgen. Und ihn töten dabei. Was natürlich ziemlich fies ist. Oh, 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 oh. Und diese zusätzlichen aufblinkenden Sachen, die nerven total. Die machen nämlich meine Sicht total im Arsch. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, wie das starten geht. Oh nein, oh nein. Das müssen wir wieder auswendig lernen, glaube ich. Falls er sich wirklich immer gleich bewegt. Ah, scheiße. Ich stehen bleiben müssen, ne? Ja, und jetzt springen. Nein. Nein. Gott, diese Explosionen auf der linken Seite, wo ich mich befinde, sind total scheiße. Die regen mich total auf, weil eigentlich sieht man ja fast nichts. Boah, das ist echt Chaos fürs Auge. Totales Chaos fürs Auge. Okay, 21, direkt noch ein Bossgegner. Und zwar der richtige Endboss anscheinend. Den packen wir aber auch. Ist nur eine Frage der Zeit natürlich. Oh. Nein, ich bin doch gesprungen. Ah, lieber abwarten. Ah, da musste ich springen und dann war es zu kurz gewesen. Ist das ärgerlich. Ja. Nein! Ah, ich bin gesprungen. Ärgerlich. Nicht ausgereicht. So. Eine Scheiße. Wieso müssen da diese komischen Feuerwerksexplosionen links sein? Das ist total nervig. Ich sehe gar nichts. Ah. Nein, 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 nein. Wieso? Wieso? Ah, scheiße, jetzt stehen bleiben müssen. Hat mich, glaube ich, nicht erwischt an der Stelle. Schießt einen blöden Schuss, ich muss springen.
Das ist gut bisher. Ah, jetzt vibriert das Handy. Nein, das ist nicht gut. Ah, das ist wieder nicht gut. Scheiße. Oh Gott. Ja, super. Der ist auch immer wieder ein bisschen anders, ne? Dass es wenigstens gleich wäre, aber es ist jede Runde ein bisschen anders. Er verhält sich je nachdem, wie ich mich gerade, wo ich mich befinde, glaube ich. Nein, 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 nein. Ah, direkt am Anfang Hitpoint weg. Okay. Fail. Ah, wieso hat das so lange mit dem Schuss gedauert? Bin ich da safe? Nein, bin ich nicht. Oh. Ach, ich hasse dich. Okay. So, geh mal nach oben wieder. Oh nein, du willst nicht. Du willst nicht, du bist ein Arsch. Wieso bleibt denn jetzt unten stehen? Ja, es hat ein bisschen Glück bei dem Gegner auf jeden Fall, da der kein eigenes Schema hat und wir kein richtiges Safe Zone außer. Aber den packen wir auch. Nein, 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 das war fies. Nein, 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 das ist total fies. Nein, ist das scheiße. Ach, immer anders, ne? Immer anders. Nur die erste Sekunde ist gleich. Danach ist anders. Ach, scheiße. Arschloch. Nein, nein, spring doch nicht. Nein, hätte ich nicht springen dürfen. Okay, wir sind wieder bei 30% gleich. Nein, ich musste ja springen. Scheiße, 6%. Scheiße. Ich muss eigentlich einen Break machen von der Zeit. Aber da es gerade so knapp war, bin ich natürlich motiviert, das jetzt zu beenden, das Let's Play. Ah, scheiße. Aber genauso gut kann es auch sein, dass ich jetzt noch 10-mal sterbe. Deswegen wird das jetzt der finale Versuch sein. Wenn es jetzt nicht klappt, dann war's das. Das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Nein, 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 nein. Wieso, 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 wieso? Ach shit, ich bin gesprungen. Ah, noch einen? Noch einen, komm, noch einen. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Scheiße. Und noch einen, ne? Ja, ja, so ist das bei mir. Ah, du Mistsau, das hat nicht ausgereicht. Nein, nein, das ist natürlich Pech. Ja, ja, Mann. Ich glaube, wir haben das Spiel durchgespielt. Gut, dass ich keinen Break mehr gemacht habe. Crackman, you haven't seen the last of me. Was? Es gibt einen zweiten Teil? Oh nein! Sie haben Kenny getötet. And so for now, the planet is safe. Thanks to... Clash Force! A winner is you. Awesome. Awesome you are. The evil fail.
Ah, einen Schluck trinken. Kommt hier noch was? Ich klick mal. Damit war's zu Ende. Und ein Fazit. Ein geiles Spiel. Es spielt sich sauflüssig. Es ist echt schön. Pixel-Animation. Der Style ist super. Erinnert mich total an meine Kindheit. Super cooles Spiel. Macht echt Spaß. Die Musik kann manchmal ein bisschen nerven. Besonders bei den Bossgegnern. Da denke ich so, oh, übers Headset. Ah, halt die Klappe. Ich will nicht mehr. Nein, wieso? Aber das war auch irgendwie der Reiz aus der Kindheit. Man kennt das. Man wirft das Pad gegen die Wand. Ah! Das Coole war, man hat meistens mit Kumpeln gespielt und konnte den Controller jemand anderem mal geben. Hier, mach du mal. Und dann schaffst du eine Stelle oder ich schaffe eine Stelle, wo der andere nicht weiterkommt. Da war auch so die Motivation, was zu schaffen, was der andere nicht schaffte. Aber es ist nicht ganz einfach. Auf jeden Fall, da gibt es wesentlich leichtere Spiele, wie gerade das Sigi-Fahrt von Melusina, was wir durchgespielt haben, was auch ein wunderschöner Plattformer natürlich ist, aber das hier ist eine ganz andere Art Klasse, also das ist schon ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad 5 Stufen höher. Macht aber Spaß und echt nett gemacht mit den anderen unterschiedlichen Waffen und dergleichen. Bossgegner sind herausfordernd, besonders zwei. Der Wüstenboss, den fand ich am schwersten. Da habe ich wirklich richtig viel Zeit auch noch ohne euch investiert. Das war ein Frustgegner, ich glaube, es war Mission 16. Aber ich weiß gar nicht, was das kostet, das Spiel. 3 Euro oder sowas, ist gar nicht so teuer. Lohnt sich auf jeden Fall. Holt es euch, es macht Spaß, es ist cool. Bis demnächst, euer Chojin.